Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von IT-Tweak. In diesem Video möchte ich Sie nur kurz darüber informieren, dass Windows 10 in der neuesten Version 20H2 ein Testprogramm inkludiert hat. Mit diesem kleinen Tool können Sie prüfen, ob Sie DirectX 12 Ultimate auf Ihrem PC installieren können. Dies bringt nochmal etliche Punkte bei Performance und Leistung Ihres PCs beim Gaming oder auch beim Rendern von Videos oder sonstigen sehr anspruchsvollen Sachen. Wie Sie das Ganze jetzt testen können, das zeige ich Ihnen jetzt. Dazu drücken Sie einmal die Tastenkombination Windows G. Hier wird jetzt die Gamebar aufgerufen. Dann hier oben auf das Einstellungssymbol und unter Gaming-Funktionen erfahren Sie jetzt, ob Ihre Systemleistung ausreicht, um DirectX 12 Ultimate zu installieren. Sollte bei Ihnen die Gaming-Funktion hier nicht angezeigt werden, dann haben Sie sehr wahrscheinlich noch nicht diese Version hier. Aber Sie können die Gamebar im Microsoft Store updaten. Wie das funktioniert, hatte ich schon in meinem vorigen Video mal gezeigt und das werde ich dann nochmal hier in der Infokarte verlinken. Damit sind wir am Ende angelangt. Wenn Ihnen die Anleitung gefallen oder geholfen hat, dann einmal den Daumen nach oben anklicken. Sie können IT-Tweak auch unterstützen, indem Sie den Kanal hier einfach abonnieren. Besuchen Sie auch gerne die Internetseite ittweak.de. Dort finden Sie weitere Anleitungen aus dem gesamten IT-Bereich. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video.